Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Folge Minecraft Action! Auf Bergwerk Labs, dem besten Server, hoffentlich inzwischen schon in eurer Serverliste. Mein Name ist GigaGreevy und bei mir ist die liebe Antonia Faith. Hallihallo! Hallöchen! So, Action ist wieder da und ihr habt auch neue Hintergründe vorbereitet, auf denen man bauen kann, ist es richtig? Das ist richtig. Aber ansonsten hat sich jetzt nichts weiter geändert, oder? Ja, doch so ein paar Kleinigkeiten, aber ich würde sagen, die testest du einfach mal ein bisschen aus. Ja, das mache ich sehr gern. Wir sind in der Wartelobby aktuell. Gleich geht's los und ich darf hier gegen ganz, ganz viele Senior-Architekten bauen. wir bauen alle etwas Einzelnes und ich werde mich erstmal an das vorgegebene Thema halten. Aber ihr dürft eure Challenges, eure Herausforderungen für mich schon mal in die Kommentare schreiben. Und das Thema lautet Aliens. Oh mein Gott, ich weiß sogar, was ich bauen möchte. Ich weiß wirklich? Sogar, was ich bauen möchte, so auf Anhieb. So ganz direkt auf Anhieb. Es ist nicht ganz einfach, aber Delin hat erstmal die Runde verlassen. Nice. Warum tust du das, Delin? Wieso? Das war der Einzige, der vielleicht sogar schlechter bauen würde. Aber das ist natürlich nicht ganz sicher, also um Gottes Willen. Ah, Mann, hast du denn schon eine Idee? Ja, ich habe schon eine Idee tatsächlich. Giga, ich glaube, verklickt? Die ist gar nicht mal so schlecht. Achso, die Idee hat sich verklickt. Meinst du, die ist nicht schlecht? Mhm. Aber die ist jetzt auch nicht so gut, dass du mich damit besiegen würdest, oder? Vielleicht. Also, ich habe noch nicht angefangen. Mal gucken, eigentlich würde ich würde ja sagen, nein. Würde ich schon behaupten, weil wer könnte mich schon besiegen? Ich bin einfach der Beste. Ich habe mich mit Absicht nicht beworben bei den Architekten, weil ich einfach zu gut bauen kann. Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich absolut wahr. Aber ich bin trotzdem so jemand, ich versuche es mit Ideenreichtum, weißt du? Mhm. Also ich versuche einfach. Hast du denn schon eine Idee? Ja, na klar. Also ich habe eine Idee, die entführt mich in eine Galaxis weit, weit entfernt. So viel sage ich jetzt einfach mal. Oho. Aber es ist nicht das, was die Leute jetzt vielleicht denken können bei der Farbe, die ich hier benutze. Also ich werde gleich auf eine andere Farbe umschwenken. Und zwar die hier. Das habt ihr ja schon gesehen, dass ich mir die zurechtgelegt habe. Und vielleicht wird der ein oder andere sagen, ah, jetzt glaube ich, weiß ich, was du da genau bauen willst. Ich weiß nicht, ob ich das genau hinkriege, denn ich finde, es ist sehr, sehr schwierig, ihn zu bauen, aber ich denke, er ist markant genug, dass man ihn auch erkennen kann. Und ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass es gut ist, wenn man so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, einfach rumprobiert. Also, dass man einfach gar nicht so auf diese ganz genauen Kanten und so achtet, dass das alles ganz synchron aussieht. Hier, weißt du schon, was? Ach so, oh Gott, ich dachte schon in 5 Sekunden. Das ist mir doch ein bisschen sehr schnell. Dass man auch mal ein paar Ecken und Kanten hat, die vielleicht so gar nicht da wären. Aber ich finde, dadurch wirkt es manchmal ein bisschen realistischer. So, ich muss halt nur schauen, dass ich dann hier noch genügend Platz habe. Wie kommst du so voran? Sehr schlecht. Ich glaube, ich habe mir da ein bisschen zu viel vorgenommen. Ein bisschen zu viel vorgenommen? Das kann schnell passieren, ja. Das kann schnell passieren. Aber ich bin richtig zufrieden hier gerade mit mir. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Ja, du wirst heute richtig abräumen, glaube ich. Ja, das so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber zumindest weiß ich, was ich bauen will. Und das ist schon mal... Das ist schon mal immer die halbe Miete. Glaube ich. So, jetzt müssen wir mal noch was Weißes nehmen. Warte mal, es gibt doch Quarz, ne? Genau. Ja. Also im Prinzip, Leute, für diejenigen, die den Spielmodus vielleicht noch nicht kennen, es ist nichts anderes als Master Builders. Das, denke ich, kann man ruhig so sagen. Aber man kann zum Beispiel hier in den Boden reinbauen. Das mache ich jetzt aber mal nicht. Hier kann man so reinbauen. Zack, zack. Mega cool. Und man hat auch ein paar andere Effekte. Man kann das Wetter einstellen. Man kann die Tageszeit ändern. Man kann NPCs spawnen lassen. Man kann... Oh, spezielle Blöcke. Die sind neu. Die speziellen Blöcke sind tatsächlich neu. Effekte sind da. Es gibt Deko-Köpfe, Tiere, Figuren. Auch das kenne ich so noch nicht. Das ist ebenfalls neu. Also man hat sich ein bisschen was einfallen lassen, merke ich hier gerade. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Änderungen richtig gut ankommen werden. Ich habe ja sehr, sehr lange gewartet auf den Spielmodus, weil ich ihn unglaublich schön finde. Es ist sehr gemütlich. Manchmal sagt man sich dann zwar, man braucht wieder eine Pause von Action,
Aber es gibt einfach nichts über eine schöne, gemütliche Runde mit seinen Kumpels ein bisschen bauen. Das, finde ich, macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Sehe ich zumindest so. Das können auch wieder andere ein bisschen anders sehen. So, jetzt muss ich mich ein bisschen sputen, merke ich gerade. Aber es ist nicht ganz so wild. Ja, ich komme auch nicht ganz so gut voran, wie gedacht. Nein. Es ist wirklich schwierig hier. Ja. Jetzt merke ich gerade, dass ich doch ein bisschen das genauer hätte bauen sollen von Anfang an. So ein bisschen zumindest. Aber noch geht's. Und da ist schon die nächste raus. Warum gehen die denn alle raus? Haben die keinen Bock mehr? Das Thema Aliens bietet doch eigentlich extrem viel. Also da kann man ja wirklich ganz, ganz viele Filme nehmen. Oder man baut eben das klassische Roosevelt Alien. Auch das ist ja möglich. Wenn man denn will. So man denn mag. Und jetzt muss ich eigentlich schon das Wichtigste machen hier. Oh Gott, nur noch 2 Minuten. Noch 2 Minuten? Oh, oh. Ja. Boah, ich weiß nicht, ob das jetzt hier so gut aussieht, wie ich mir das... wie ich dachte, dass es aussehen könnte. Kann man, aber man kann es... ich glaube, man kann es trotzdem erkennen. Also erkennen kann man es definitiv. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir spielen übrigens jetzt nicht in der Waldbühne, oder? Oder ist es doch die Waldbühne? Nein. Schade. Ich wollte gerne, hätte gerne in dem neuen schon gespielt, aber... Nee, das hier gab es ja schon vorher, also das ist ja... Ja, das ist das Altbekannte. 1 Minute noch, oh Gott. So, jetzt muss ich echt überlegen, wie ich den Mund mache. Eigentlich mit rotem Ton, oder? Warte mal, gab es da nicht auch so eine Treppe? So eine Slab? Oh Gott, ich weiß es nicht. Moment. Oh je. Warum haben wir nicht mehr Zeit? Ich weiß es nicht. Ich mache das jetzt ganz klassisch. Mit den Knöpfen. Die Augen. Boah, das sieht ein bisschen krüppelig aus. Aber ich denke, man kann es trotzdem erkennen. Auch wenn er sieht jetzt nicht ganz so schön aus, wie ich es mir dachte. Aber ich habe mir zumindest Mühe gegeben. Hier mit ein paar Details sogar versehen. Ja. Ja. Also für so eine große Figur, die so zu bauen, ne? Wie das halt manchmal so ist. Oh ja, hier hat man sich natürlich gleich wieder ganz, ganz Besonderes einfallen lassen. Wobei man natürlich sagen muss, ist natürlich bekannt, ne, von Bergwerk Labs. Also, ich gebe trotzdem mal ein Gut. Ich gebe trotzdem ein Gut, weil hier an die Details gedacht wurde. Der Boden wurde auch ein bisschen bearbeitet. Ja, ne, das ist auch, ja, das Raumschiff halt ein bisschen klassisch. So eine kleine Tellerscheibe. Auch hier ähnlich. Das ist so ein bisschen das Bergwerk Labs Ding, ne? Also... Ja, das sieht man öfter mal auf dem Server. Hier ist natürlich das Haus, was so ein bisschen auseinandergenommen wurde. Und die Kuh, die so nach oben... Ich gebe auch mal ein Gut. Auch wenn hier, das ist natürlich noch nicht fertig. Ah, ich gebe mal nur ein Okay. Ich gebe mal nur ein Okay. Hier ist zwar das schöne Haus, aber bei dem anderen war es natürlich ein bisschen fertiger. Und... Oh, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Meister Yoda. Den habe ich natürlich sofort erkannt. Also, ich muss sagen, ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt... Ach Mann, das ist doch gemein. Ich habe mir extra versucht, mit den Öhrchen irgendwie... Sieht ein bisschen aus wie Shrek, weißt du? So mit Shrek, den Ohren. Ja. Ja, Shrek ist auch ein Alien. Shrek ist auch ein Alien. Shrek ist ein Alien, okay. Oh, ich habe mich nicht entnickt. Ich bin AD Anna. Aber egal, das macht nichts. Oh, das sieht interessant aus. Das ist E.T. Die Frage ist, ob es jemand erkennt. Oh mein Gott, das ist E.T. Wie geil ist das denn? Das sieht ja hammermäßig aus. Ich meine, das Raumschiff erkennt man, aber E.T. so darzustellen, das ist schon sehr gut. Also da muss jetzt schon ein richtiger Knüller kommen. Da muss jetzt ein nicer Dicer kommen, um das zu toppen. Es ist natürlich von Antonia. Natürlich. Ich hatte keine Zeit mehr. Ja, aber der E.T. ist mega geil. Oh, das ist auch interessant. Das ist auch mal was anderes. Das ist mal ein bisschen was Kreatives. Mit Partikeln auch gearbeitet, ja. Kann man auch mal machen. Ghostbusters-Stil, ja, stimmt, ja.
Ich gebe mal ein Gut. Es gebe mal ein Gut. Wobei das auch schon fast ein sehr gut eigentlich verdient für die Idee mit den Schleimblöcken. Ich gebe mal ein sehr gut wegen der Schleimblöcke. So, die Runde ist vorbei. Ich hoffe, ich bin wahrscheinlich letzter. Ich sehe es kommen. Und Wolfskin hat gewonnen. Interessant. Aber ich bekomme trotz dessen, dass ich... Oh, ich bin dritter Platz. Immerhin, ich bin dritter Platz. Also, nicer, dicer, Waffle BC. Kann ich mich mal bitte annicken? Oh. Aber man muss sagen, und das finde ich ganz geil, man bekommt trotzdem Coins. Ich bekomme 10 Coins dafür, dass ich mitgemacht habe. Das ist ziemlich nice. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr Coins bekommen habe, weil ich dritter Platz bin. Das wäre natürlich auch cool, wenn so der erste, zweite und dritte Platz sich so ein bisschen was teilen könnten. Wir haben übrigens gleich viele Punkte, sehe ich gerade. Interessant. Ja. Und du hast 10 Coins bekommen? Ich habe 10, naja, wegen Premium-Bonus. Ach so, insgesamt dann 10 meinst du? Genau, insgesamt dann 10. Ach so, okay. Und das Geile ist, wir sehen es hier, der erste Platz ist jetzt hier praktisch im Teleporter oben markiert und die restlichen hier. Man sieht jetzt auch den Platz, also es ist nicht mehr mit dieser komischen Durchschnittszahl, sondern wir haben hier die richtigen Plätze. Und dann können wir nochmal zu den einzelnen Bauwerken springen, können uns das nochmal in Ruhe anschauen. Wir haben rechts den Timer, 5 Sekunden haben wir noch, können nochmal ganz entspannt überall gucken. Oh, und da ist es weg. Schade. Ich wollte gerade noch Yoda irgendwie screenshotten, aber dann mache ich das irgendwie anders. Schade, dass wir jetzt die Bauwerke von Rika und von Dele nicht gesehen haben. Aber das machen wir vielleicht in einer weiteren Aufnahme. Denn wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann lasst bitte eine positive Bewertung da. Da würde ich mich ganz, ganz doll freuen. Und Antonia, jetzt sag doch mal bitte, hattest du das mit dem IT dir jetzt gerade erst ausgedacht oder hast du das schon mal irgendwo gesehen, die Technik? Nee, das habe ich mir gerade ausgedacht. Also ich fand's mega geil. Hat's euch gefallen? Dankeschön. Was war denn euer Lieblingsbauwerk hier aus dieser Runde? Das könnt ihr mal reinschreiben. Und jetzt noch mal ganz kurz, ich habe es am Anfang schon ein bisschen erklärt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr eigene kleine Challenges für Minecraft Action aufschreiben könntet. Das mag jetzt ein bisschen abgedroschen klingen, weil das schon einige andere YouTuber gemacht haben, aber ich habe da wahnsinnig viel Lust darauf, weitere Minecraft Action Folgen aufzunehmen und würde mich dementsprechend freuen, wenn wir ein bisschen Würze reinpacken könnten, indem ihr eben einfach mal schreibt, ey, GigaGreevy, bau doch zu jedem Wort, was kommt, irgendwas, was in Bezug zu Star Wars ist oder irgendwas, was in Bezug zu Fleisch ist oder lasst eure Kreativität da freien Lauf. Ich bin sehr gespannt und ich werde mir dann einfach das, was mir gerade so gefällt, herauspicken. Vielleicht fallen mir auch selber ein paar Ideen ein und versuche das Ganze dann in einer Runde Minecraft Action umzusetzen. Kleine Information, Minecraft Action aktuell nur für Premium-Spieler nutzbar, aber das wird sich ja sicherlich dann, wenn es aus der Beta raus ist, auch ändern, oder? Dann können ja alle mitspielen. Oder Antonia, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Ist ja, klar. Ne, genau. Klar. Also okay. Wenn es raus ist und wenn nicht, dann müsst ihr euch noch schnell Premium holen, ne? Ah, das könnt ihr, also wenn ihr es jetzt schon testen wollt, dann holt euch jetzt schon Premium. Könnt ihr über die Webseite bergwerklabs.de 10 Euro, es lohnt sich, weil ihr dadurch auch Zugriff zu den ganzen anderen Spielen, also vorzeitigen Zugriff habt. Ihr seid dann immer vor allen anderen Spielern zuerst eine Runde drin und ihr bekommt einen richtig geilen Münzenboost und der ist schon echt spürbar. Ich mag die Änderungen sehr. Ich finde es schön, dass man jetzt mehr Auswahlmöglichkeiten hat, abseits von den normalen Blöcken aus diesem Kreativmodus. Ich finde es cool, dass man jetzt 6x2 Teams hat und 4x3 Teams, dass man das Ganze beibehalten hat. Und ich freue mich auch sehr, nochmal diese neuen Hintergründe, auf denen man bauen kann, zu entdecken. Und vielleicht ist ja auch Antonia beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich denke, das ist auch so ein Spielmodus, der ist auch ein bisschen was für dich, oder? Als Architektin? Ja, ja. Auf jeden Fall. Muss ja. Auf jeden Fall mehr als diese ganzen PvP-Spielmodi. Siehst du, also da ist für jeden was dabei auf Bergwerk Labs. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich verabschiede mich jetzt. Vielen, vielen Dank nochmal an Antonia, dass sie hier dabei war. Ja, sehr gerne. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, morgen oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr die Folge seht. Macht es gut und bis zur nächsten Folge. Euer GigaGreevy. Ciao, ciao. Tschüss. Wie bist du auf das Fleisch gekommen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oh Mann, ich muss mich so zurückhalten, dass ich nicht einfach so laut als loslache. Ich weiß nicht, Fleisch. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade eben mal ein bisschen Fleisch gegessen hatte. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Ja, schickt mir Themen, wie zum Beispiel Star Wars oder Fleisch. Was?